Also, das ist ein spontanes Video. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich mit diesem Satz eröffnet habe. Auf jeden Fall geht es in den Videos, also es interessieren sich auch einige Leute schon dafür. Ja, es ist ein großes Thema. Einerseits geht es um meine Ernährung momentan, die sich geändert hat, um mein Training. Vielleicht sieht man auch schon ein bisschen, ich habe 6 Kilo abgenommen in den letzten 2 Wochen. Und bin jetzt auf 84 Kilo, 83 bis 84. Von 89 bis 90 war ich wieder hoch. Und auf 78 will ich mindestens. Vielleicht kriege ich sogar 74 hin. Dann hätte ich auch ein ganz gutes Gewicht als ambitionierter Läufer gleichzeitig wie als Kraftsportler. Also ich mache halt kein Massetraining mehr, aber darum soll es mir eigentlich nicht gehen. Also ich mache momentan die letzten 2 Wochen circa 2 bis 3 Mal intensiven, richtig harten Sport am Tag. Und zwar ist jede Einheit intensiver, als ich früher je trainieren konnte, und eigentlich ist jedes Training wie ein Wettkampf, und ich esse ziemlich wenig dabei. Das erkläre ich gleich alles. Also ich mache halt im Prinzip nicht mal das 80-10-10-Prinzip, obwohl die Makronährstoffverteilung dem einzuordnen ist die meiste Zeit. Wenn ich wenig esse, aber dann trotzdem mal eine halbe Avocado dazu, dann ist es nicht mehr ganz 80-10-10. Aber ich gehe nicht mehr nach Kalorien, das ist mir unwichtig geworden. Und das große Geheimnis in Anführungszeichen ist, wo das Video hauptsächlich gehen soll, die sogenannte Qi-Energie. Und ich habe da jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit und kann auch nicht so viel dazu sagen. Auf jeden Fall ist es halt eine feinstoffliche Energie, wie sich das die meisten oder sehr viele nicht vorstellen können. Und diese Energie wird durch vielerlei Methoden generiert. Also eigentlich läuft jeder auf dieser Energie, und wir haben Energie nicht wegen dem Essen, sondern trotz dem Essen. Also ich kann natürlich keinerlei wissenschaftliche Sachen dafür und was weiß ich. Auf jeden Fall, das interessiert mich auch gar nicht mehr. Es ist alles viel zu langsam mit der Wissenschaft. Es ist zwar ganz nützlich teilweise, aber gewisse Regionen kann man sich davon auch nicht zurückhalten lassen. Also, diese Energie, darauf laufen wir eigentlich immer, und zwar trotz des Essens. Und das Essen erstellt eine Art Erdung und aber auch Stimulation dar. Aber je nachdem, in welchem Bewusstseinszustand man sich befindet und in welchem Vergiftungszustand, kann diese Methode gefährlich sein. Deswegen empfehle ich, ich weiß, also es gibt noch ganz viele andere Namen dafür, Bezeichnungen. Also auf jeden Fall empfehle ich diese Sache nicht, und zwar niemanden, und zwar zu keinem Zeitpunkt, weil das muss aus einem selbst herauskommen. Sonst funktioniert das auch gar nicht, weil sonst hat man dieses intuitive Wissen dafür gar nicht. Man muss sich sicher sein, das zu wollen, und sicher sein, dass man das schafft und so weiter. Das erfordert auch ein bisschen, beziehungsweise tägliche Disziplin. Ja, deswegen empfehle ich das schon mal niemandem. Aber man kann halt trotzdem seinen Qi-Fluss verbessern, seinen Energiefluss verbessern und seine Nahrung etwas reduzieren, wenn man möchte. Ich halte 80-10-10 nicht für falsch, sondern einen nötigen Zwischenschritt, genauso wie Veganismus und Vegetarismus. Ja, ich komme jetzt gerade wieder von einem 13-Kilometer-Lauf, weil es ein Wiedereinstieg. Ich hatte es noch nie gehabt, dass, wenn ich fast eine Woche gar nicht gelaufen bin, dass ich trotzdem
so schnell unterwegs sein kann mit 4 Minuten 35 pro Kilometer. Das war jetzt so mittlere Geschwindigkeit, also schon ein bisschen anstrengend, aber halt nicht so wirklich. Also in unter einer Stunde die 13 Kilometer. Obwohl ich gestern 406, ne, 409 Kniebeuge am Stück gemacht habe und da ein bisschen Muskelkater hatte, aber nicht viel. Also es geht schon auf jeden Fall richtig ab mit dem Training, weil ich einfach nicht diese Schlacken sozusagen, ja, nicht Schlacken, das ist ein falscher Begriff, sondern einfach nicht diese Verdauungsarbeit mehr leisten muss. Und es alles viel effizienter fließt und ich halt viel Qi-Energie sammle. Und wie sammelt man Qi-Energie? Man kann das durch Qigong machen. Das ist ja so eine Bewegungsmeditation, würde ich das bezeichnen. Man kann es aber auch durch Yoga machen. Allgemein durch Bewegung, besonders in Kombination mit Leidenschaft. Also wenn man irgendeine Bewegung hat, zum Tanz, auch Yoga oder ja, Kampfsport, was weiß ich, einfach irgendeine Bewegung und das mit Leidenschaft verbindet, das leidenschaftlich macht, das generiert automatisch. Aber auch Leidenschaft an sich alleine, auch wenn es Malen ist, das generiert auch Massen an Energie und der Qi-Fluss wird besser. Man kann es indem man seine Frequenz, ich will es nicht sagen, erhöht, ginge auch, also durch Meditation kann man es halt machen. Und die Meditation kann halt beinhalten, dass man seine Frequenz erhöht, aber auch, dass man sich mehr auf Liebe einstellt. Also dieses Licht, Luft und Liebe ist eigentlich gar nicht verkehrt, sich davon zu ernähren. Also das ist gar kein verkehrter Begriff. Das ist im Prinzip verbessert und generiert das auch Qi-Energie. Also die Sonne, auch reine Atemluft, also das beinhaltet auch Qigong, dass man richtig atmen lernt, aus dem Unterbauch heraus, glaube ich. Es gibt also ziemlich viele Arten, das zu generieren. Und vor allem auch durch Willenskraft kann man das generieren, egal worauf man überträgt, also auch auf ganz normale Arbeit und Durchziehen und sowas. Und Qi ist auch die Kraft der absoluten Selbstkontrolle und des Selbstfokus. Und das beinhaltet ja auch Willenskraft wiederum. Das heißt, zum Beispiel letztens am Festival, wenn ich da nicht mehr stehen kann, also ich normalerweise in meinem Alltag laufe und stehe ich überhaupt nicht, außer wenn ich joggen gehe. Ich sitze oder liege die meiste Zeit. Und am Festival habe ich 3 Tage lang 6 Stunden ungefähr pro Tag gestanden, bin ich gestanden. Das hat mein Unterrücken nicht mitgemacht, aber wenn ich das trotzdem die ganze Zeit aushalte, und ich habe das Gefühl, der Rücken bringt mich um, aber ich bleib trotzdem die ganze Zeit stehen und sowas, danach wurde es besser. Danach ging es sogar komplett weg, weil dadurch einfach durch diese Standhaftigkeit und was hatte ich vorhin gesagt? Willenskraft, ja. Ja, die anderen beiden Begriffe waren jetzt, wie ich eigentlich gerade eben schon gesagt hatte. Auf jeden Fall dadurch wurde dann halt auch Energie generiert. Und all diese Beschwerden und auch zum Beispiel Beschwerden von Kopfschmerzen oder Schwindel und sowas sind alles Entgiftungserscheinungen. Und bei den meisten Menschen in ihrem Zustand sind, würden die Entgiftungserscheinungen so groß sein, dass sie überhaupt umkommen würden. Besonders auch die mentalen Entgiftungserscheinungen. Das ist auch der Grund, warum Menschen in Afrika, die überhaupt gar keine Entwicklung durchgegangen sind, einfach noch Kinder sind, einfach auf die Welt geworfen wurden, keine Entwicklung hatten, auch keine spirituelle, mentale Entwicklung, und auch keine, sage ich jetzt mal, alten Seelen sind oder sowas, keine sehr alten, dass die halt sterben, wenn die nichts zu essen kriegen. Aber es gibt halt Leute, die angeblich nichts essen und auch nichts mehr trinken. Und halt komplett von dieser Energie versorgt werden. Also ich habe das auch zum Beispiel gemerkt, dass man dann halt so sensibel wird, dass einen sogar die Atemluft in der Stadt, dass die einen direkt vergiftet, dass man das auch sofort merkt. Obwohl das weniger Gift zum Beispiel ist als in vielen Nahrungsmitteln. Deswegen sieht meine Ernährung auch so aus, dass ich momentan halt 100% roh bin. Ich experimentiere noch manchmal ein bisschen rum. Ich habe letztens 3 mittlere Kartoffeln gegessen und war einen Tag lang total platt.
so richtig platt. Weil Stärkeprodukte sind nach Fleisch direkt das nächste, was am meisten erdet, beziehungsweise in größeren Maßen auch beerdigt. Und ich versuche halt diese ganzen erdigen Stoffe aus meiner Ernährung zu streichen und mich möglichst feinstofflich zu ernähren. Aber ich gehe noch nicht direkt den Schritt auf Liquidarismus, oder wie es ausgesprochen wird, also dass man nur noch Säfte trinkt oder nur noch Flüssigkeiten. Obwohl ich Säfte momentan bevorzuge, das ist halt feinstofflicher als die ganze Frucht und sowas. Und die ganzen Mineralstoffe und sowas, das bekommt man halt auch über diese kosmische Energie. Also diese Konzeptarten, die gelten dann nicht mehr. Das sind ganz andere Gesetzmäßigkeiten, in die man sich begibt. Was wollte ich noch sagen? Also es ist jetzt ein bisschen durcheinander, weil ich habe echt keine Lust, da eine Stunde mir jetzt Gedanken drüber zu machen über die Struktur und wie ich das nacheinander alles aufbaue und sowas. Das ist alles unnötig, finde ich. Jedenfalls für den Nutzen. Genau, Säfte trinke ich vor allem. Und aber ich, also ich habe am Anfang hab ich das erst so gemacht, dass ich halt wirklich, ich wollte direkt versuchen, es zu schaffen, zumindest nichts mehr zu essen und halt nur noch Wasser zu trinken. Und manchmal hatte ich sogar für einen Tag oder sowas gar keinen Durst. Und habe trotzdem immer weiter Sport gemacht, bin auch locker noch 1,5 Stunden gelaufen, obwohl ich nichts getrunken hatte und sowas. Und habe trotzdem eine persönliche Bestzeit und sowas erreicht. Und da habe ich sogar gespürt, dass mich wirklich der Atem, das war am Ende des Laufs, dass mich der Atem nährt. Das habe ich richtig gespürt und dass mich der Atem, also das Atmen, es war recht schwül an dem Tag, dass mich das sogar hydriert, weil ich einfach wahrscheinlich so dehydriert war. Das war eigentlich richtig cool und ich habe direkt auch beim allerersten Lauf, nachdem ich von dem ganzen Thema erfahren habe, habe ich auch direkt mental erfahren, dass es einfach gar keine Grenzen gibt, dass die ganz nur mental sind und dass man einfach den Schmerz nicht aushalten würde und einfach zu viel Angst hat, mehr und mehr sich zu entwickeln und sage ich mal Anführungszeichen geistig größer zu werden oder mehr Leistung zu bringen, mehr zu schaffen, sich ja auch mehr zu scheinen. Da haben auch viele Probleme mit wegen dem Selbstwertgefühl. Und ja, das habe ich im ersten Mal gemerkt und ich habe beim dritten Lauf oder sowas habe ich dann eine PB, also ein Personal Best geknackt. Bin ich knapp 19 Kilometer gelaufen in einer 4,29 Pace. Hätte ich gewusst, dass ich so lange laufe, hätte ich den Halbmarathon von 21,1 Kilometer voll gemacht. Echt 2 Kilometer noch weitergelaufen, wäre ich den Halbmarathon unter 1 Stunde 35 gelaufen und das war, hat sich angefühlt noch nicht mal wie ein Tempotraining. Also ich bin ja gerade auch 4,35 Pace gelaufen und das war halt auch so mittlerer, ein bisschen anstrengend. Und 2 Tage später bin ich dann nochmal eine PB gelaufen. Das waren dann 14,5 Kilometer in 4,12 Pace. Das wären auf 10 Kilometer 41 Minuten 40 gewesen. Und meine alte Bestzeit war aber 45 Minuten 34. Das war dann wirklich ein Tempolauf, aber halt trotzdem nur Training und bin halt noch 4,5 Kilometer weitergelaufen. Nächstes Jahr irgendwann will ich auf jeden Fall einen Halbmarathon in 4:00 Pace laufen. Das wäre dann, glaube ich, 1 Stunde 25. Und da ich jetzt halt auch in 2 Wochen ca. 6 Kilo abgenommen habe und ich am Anfang, wo ich das noch nicht abgenommen hatte, diese PBs gelaufen bin und nochmal 6 bis 10 Kilo abnehmen will, werde ich auch sehr ambitionierte Läuferziele anstreben. Also ich will auch im Kraftsport Rekorde holen, aber darum soll das Video auch nicht gehen. Auf jeden Fall will ich damit dann den Menschen und den Leuten zeigen, wie viel möglich ist, was alles möglich ist, was alles natural möglich ist, was vegan möglich ist, was einfach allgemein was möglich ist, weil ich ja dann auch wahrscheinlich sehr wenig essen werde und das Ziel ist auch, dass ich halt irgendwann nichts mehr esse. Das werde ich aber ganz vorsichtig machen. Auf jeden Fall muss man seine Intuition da auch vertrauen.
Und solche Experimente kann man natürlich auch immer abbrechen, da sehe ich jetzt kein Problem drin. Ja, für die es interessieren, den kann ich auch noch weiterführende Links geben, aber ihr solltet euch wirklich dafür richtig interessieren, weil da muss man auch wirklich viel studieren. Videos angucken, die mehrere Stunden dauern, kann man sich natürlich einteilen. Ganz viele Texte auch lesen, um auch diesen theoretischen Teil drin zu haben, um das ja, besser zu verstehen und weniger Fehler zu machen und so weiter. Aber es werden ja sowieso extrem wenige Leute sein, die sich dafür überhaupt interessieren. A, also das wirklich zu machen und B, die das dann auch wirklich angehen werden. Aber es gibt halt auch viele, viele Zwischenschritte, also sehr viele eigentlich. Man kann es natürlich so unterteilen, so klein unterteilen, wie man will. Einfach mal, ja, vegan ist halt das Erste oder Vegetarismus. Oder man kann auch anders anfangen, dass man allgemein erstmal weniger isst. Dann Rohkost gibt halt und dann Rohkost weniger essen. Also, oder einfach die erdigen Stoffe weglassen, was bei Rohkost eigentlich der Fall ist. Ja. Das mit den Säften kriege ich noch nicht ganz hin. Ich wollte eigentlich auf 100% Säfte umsteigen, sodass ich halt schon mal gar nichts mehr esse und dann auch fast gar keine bis gar keine Verdauungsarbeit mehr habe. Aber ganz ehrlich, ich bin. Klingt jetzt vielleicht witzig, aber ich bin echt zu faul zum DM zu gehen, um mir so einen Wäsche-Nylon-Sack zu holen, damit ich Früchte oder Gemüse mixen kann im Mixer und dann durch so einen Sack ziehen kann, um Saft zu haben. Ich habe keinen Entsafter. Ich weiß, ich mache so viel Sport einfach, aber ich habe trotzdem irgendwie, kann ich mich nicht aufraffen, genauso wie zur Post gehen. Irgendwie finde ich das schwierig, aber das ist auch ein anderes Thema. Nicht schwierig, aber irgendwie kann ich mich für sowas dann nicht so aufraffen. Aber das schaffe ich auch noch. Wer wohl gelacht? Ja. Was gibt es noch zu sagen? Ich hatte, glaube ich, noch irgendwas zu sagen. Es geht auf jeden Fall noch mehr Schritte weiter. Also nach dem Nichtsessen, es geht immer weiter einfach. Also ich habe auch schon übernatürliche Effekte im Wald beim Joggen gesehen, weil ich halt meine Frequenz so erhöhen musste, um diese Geschwindigkeiten zu laufen. Also meine Vibrations so erhöhen musste, um die Geschwindigkeiten überhaupt zu erreichen und zu halten. Mit meinem Körpergewicht von 86 Kilo auch. Dass ich da halt übernatürliche Effekte auch gesehen habe, weil meine Wahrnehmung durch die hohe Frequenz einfach in andere Bereiche mit eingeflossen ist. Das waren so komische pinke Kegel, Lichtkegel, die sich nach rechts und links immer bewegt haben. Immer im gleichen Rhythmus oder im gleichen Zeitabstand. Dann habe ich mich um 180 Grad umgedreht, dann war genau der gleiche pinke Lichtkegel. Und das Witzige ist, gerade als ich gerade joggen war, diesmal war es nicht Nacht, letztes Mal war es schon nachts. Da habe ich an fast der gleichen Stelle wieder diesen Lichtkegel gesehen. Und ich kann halt das auch so irgendwie ein bisschen steuern, auch ob ich das dann sehe und nicht oder nicht. Also ob ich also die Frequenz halt steuern, die Eigenfrequenz. Und ja, das fand ich witzig, dass ich genau den gleichen Kegel auch nur an der gleichen Stelle wieder gesehen habe. Und ich habe auch mal im Forum nachgefragt und da wurde mir gesagt, dass jemand anders kennt, der auch im Wald war und auch solche Kegel gesehen hat, die sich auch bewegen. Das finde ich ganz interessant, dass es halt so Sachen gibt. Also ich habe auch noch andere Sachen oder noch eine andere Sache gesehen, nicht gesehen, wahrgenommen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen bräuchte ich dir auch nicht erzählen eigentlich. Ja, finde ich ganz interessant. Wollte ich noch was erzählen? Ja, wie sieht meine Ernährung sonst so aus? Also ich esse eigentlich den ganzen Tag erstmal gar nichts. Und dann, wenn ich halt, genau, auf die Entgiftung würde ich zurückkommen. Und dann, wenn ich halt das Gefühl habe, dass die Entgiftung viel zu stark wird, dass sie wirklich so unangenehm wird, dass ich sie nicht aushalte. Und, ja, beziehungsweise dann mache ich eigentlich Sport. Ich fuchtel hier die ganze Zeit rum. Dann mache ich eigentlich Sport, weil das die Entgiftung fördert und vorantreibt. Und mich auch ablenkt davon gleichzeitig. Obwohl man eigentlich eher hindurchgeht, aber trotzdem habe ich dann was zu tun und muss das nicht einfach so aushalten.
Aber wenn mein Körper hält auf Dauer momentan noch nicht 2 bis 3 harte Trainings am Tag aus. So von 0 auf 100 sozusagen. Das ging 10 Tage gut und dann hat mir einfach alles wehgetan. Deswegen muss ich doch mich ein bisschen mehr erden, ein bisschen mehr essen, ein bisschen mehr runterkommen. Und deswegen, wenn ich halt merke, dass die Entgiftung zu stark wird und ich kann gerade keinen Sport machen, weil ich schon so viel Sport gemacht hatte, dann esse ich was. Vorzugsweise halt Säfte oder Melone. Alle Arten von Melonen. Die Melonen kann man aber auch einfach entsaften, wenn man die einfach auslöffelt und in Sieb reintut und dann einfach zerdrückt und nochmal so in Sieb so reindrückt. Ein bisschen rührt und wieder Hand nimmt, wieder drückt und so weiter. Dann kriegt man eine richtig geile süße Flüssigkeit raus. Meist, also das, dann esse ich dann halt, wenn die Entgiftung zu stark wird, auch mittags was, weil nämlich, oder nachmittags erst meistens, weil nämlich Früchte auch die Entgiftung unterstützen und auch sozusagen vorantreiben und das Blut reinigen und so weiter. Die Giftstoffe sozusagen dabei helfen, die Giftstoffe rauszutragen. Und besonders geil und geeignet sind da auch Gemüsesäfte, habe ich jetzt bisher aber noch gar nicht gegessen. Ich habe eigentlich fast gar kein Gemüse gegessen in den letzten 2 Wochen. Ein bisschen Zucchini, Salat mal oder eine rohe Suppe. Aber jetzt nicht so ordentlich irgendwie Mineralstoff oder so drin wären. Ja. Viel Wasser trinken ist natürlich auch gut für die Entgiftung und Chlorella hilft mir auch sehr gut, Chlorella-Alge. Die habe ich aber leider geistesabwesend, ich war auf dem Festival mitgenommen. Da war es natürlich viel zu heiß im Zelt. War ja draußen schon 35 Grad, gefühlt 40. Und dann ist das schlecht geworden. Da musste ich gestern noch erstmal brechen, gestern Nacht. War richtig unangenehm. Aber wieder eine coole Erfahrung eigentlich. War richtig, dass man so ununterbrochen die ganze Zeit brechen musste. Und wenn man am Brechen war, hat man trotzdem noch den Brechreiz gehabt und musste während des Brechens immer weiter brechen. Und irgendwie finde ich das lustig. Obwohl das mega qualvoll war. Aber das Qualvolle, das zeigt mir einem auch wieder, wie gut man es die ganze Zeit sonst eigentlich hat. Und wie scheiße es anderen geht. Und wie leid einem das eigentlich tut, wenn andere so richtig, richtig fiese Krankheiten haben. Naja, ich schweife zu sehr ab. Ja, ich bin von dem Lauf doch ziemlich müde. Beziehungsweise ich bin eigentlich nicht von dem Lauf müde, davon kriege ich ja die Energie. Ich habe die Entgiftung jetzt einfach dick vorangetrieben. Und davon bin ich müde. Ja, ein bisschen ausgeschweift, wieder wahr geredet. Wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen. Ich werde auch noch weitere Videos über das Thema machen. Das über 80, 10, 10 werde ich vielleicht auch noch Videos machen und Rezepte auch hin und wieder mal wieder. Aber die Küche ist die ganze Zeit besetzt momentan, weil es auch eine Art Büro ist hier. Aber ja, die meisten Videos werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr über 80, 10, 10 machen, weil ich das halt nicht mehr mache, sozusagen. Aber trotzdem noch sinnvoll finde und deswegen trotzdem ab und an wahrscheinlich darüber was machen werde. Ja, bis dann.